kann nichts anderes machen, als hart zu arbeiten, zu kämpfen, um wieder auf den Platz zu stehen und dann mit dem Mannschaft zu trainieren und auch am Ende natürlich wieder zu spielen. Was sind deine fast schon wieder fit und kann was Neues dazu? Was ist da passiert eigentlich? Ja, es war halt, wie gesagt, ich war ganz nah dran wieder und wir haben natürlich auch noch viel gemacht und in dieser Phase hart gearbeitet und dann haben wir einfach einen Rückschlag, eigentlich schon zwei, drei Rückschläge, habe ich schon hinstecken müssen in dieser Phase und dann hat ein anderer Muskel halt Basis gekommen und jetzt, wie gesagt, es ist nicht einfach, aber wir kämpfen. Das ist alles ein bisschen muskulär gelegt. Ne? Die Zeit haben wir schon geschrieben, das Trocken ist sehr viel. Wie weit bist du eilig? Wann glaubst du, kannst du wieder bereit sein? Aber das brauche ich nicht. Nein, ich habe jetzt auch kein Ziel im Moment. Ich habe schon ein Ziel, aber nicht in Tag oder Woche noch Spiele. Ich denke nur allgemein, ich will einfach. Weil es sind meine letzten zwei Monate hier beim Verein, ich war hier 10 Jahre lang. Und ich will einfach auf den Platz zurückgehen. Und wann das ist mir eigentlich egal. Aber ich will halt nochmal spielen, nochmal das Ding anziehen. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Ja, und vor allen Dingen, du wirst dich ja selbst auch mal ein bisschen Schaufenster stellen. Ne? Du willst ja weiter Fußball spielen. Also irgendjemand soll ja nochmal sehen und sagen, den wollen wir öffentlich. Ja, vielleicht. Andererseits. Wenn die Leute mich jetzt noch nicht kennen, glaube ich, werden wir auch noch was falsch machen. Also ich glaube, wir wissen das schon. Und wie gesagt, das Wichtigste ist halt, fit zu sein, fit zu werden. Und dann schauen wir, was die Zukunft bringt. Aber du willst schon mal irgendwie von Gründen weitermachen? Ja, im Moment schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so die letzten Monate waren schon ganz, ganz hart. Und, dann kommen auch mal andere Gedanken natürlich, dass du sagst, okay, das war schön alles, aber dann höre ich auch wieder auf. Aber wie gesagt, ich liebe den Fußball und wenn der Körper wieder mitmacht, dann mache ich noch weiter. Hast du gehört, du schaffst das ein. Die Leute sind optimistisch. Und wir wünschen es dir auf alle Fälle. Und dass du deine Karriere hoffentlich nicht beim FC Bayern beendest und dann nochmal dranhängst. Aber du bist 10 Jahre hier ein, ich weiß ganz genau, du wirst in München auch beim FC Bayern immer wieder willkommen sein. Die Leute lieben dich. Ja, das ist schön zu hören, danke. Ich weiß es ja selber. Ein schönes Kompliment, aber nein, das ist auch so. Ich meine, 10 Jahre lang, das ist eine lange Zeit. Ich habe vieles erlebt bei dem Verein und viele Erfolge gefeiert. Und auch außerhalb, weil das ist, glaube ich, noch viel wichtiger vielleicht. Fußball ist eine Seite, aber auch als Familie haben wir eine super Zeit hier in München gehabt. Und deswegen bin ich ganz glücklich und ich glaube, da muss man auch dankbar sein. In so einer Phase wie jetzt, wo es uns schwierig läuft und mit Verletzungen und dass das alles schwer ist, das ist dann so, aber man muss auch dankbar sein für die schöne Zeit, die gewesen ist. Dann kommen wir zu der Sache, für die du hier bist. Warum engagiert sich ein Fußballer, ein Fußballprofi für die Organspende? ich glaube, ganz einfach, weil ich nicht nur Fußballspieler bin, aber ich bin Vater, glaube ich, auch Familienvater und sowas wie heute, so ein Lauf, wenn man das auch sieht, wie viele Leute hier sind, was das bewegt. Ich glaube, das ist eine ganz große und wichtige Sache und das unterstütze ich dann natürlich gerne. Wie steht es persönlich denn zum Thema Organspende? Ich habe einen Ausweis seit 20 Jahren. Hast du auch einen Spendeausweis? Den habe ich noch nicht. In Holland ist es natürlich auch ein bisschen anders. In Holland ist es ein bisschen anders, da geht das andere Prinzip nicht. Genau. Und, aber und ich glaube trotzdem, ich finde das sehr, sehr wichtig, weil ich sage, aber sonst wäre ich natürlich hier gewesen, Organspende ist was ganz Wichtiges. Und ich glaube, wenn man Leuten damit helfen kann, wenn man nicht mehr da sind, dann da mit deinem Organ, wenn du da dein Leben damit retten kannst, ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes und deswegen bin ich auch dran.
Und in Holland, das muss man wirklich sagen, da geht es ja andersrum. Da muss man ausdrücklich Nein sagen, wenn man das nicht will. Und ansonsten ist man automatisch ein Organspender. Das müssen wir uns nochmal erklären. Ne? Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, das zu erklären. Ja, weil ich glaube, das ist in jedem Land etwas anderes. Und so geht es in Holland. Aber ich bin natürlich auch 100% für das. Prima, ich danke dir allen. Wir warten nicht da unten gleich beim Startschuss. Zusammen mit Pro. Danke an allen.